Es ist wirklich wie so, ich bin ja gleich noch ein Mensch, ich habe einen Namen, also es steckt mehr hinter mir als nur mein Schwanz und mein Arsch. Es fuckt wirklich meine Seele und mein Hirn ab. Seit rund 10 Jahren boomen Dating-Apps, Tinder und Co. auch in der Schweiz. Ich habe geswiped, als ich auf dem WC war. Also mit dem Versprechen, dass man unkompliziert Leute kennenlernt mit einem Swipe. Es tut wie einem immer ein bisschen zäugeln und gibt nichts. Ich habe das Gefühl, es geht viel um Sex. Man nennt wie nicht mehr sieht als Menschen, sondern eben einfach etwas, wo du swipest. Also es ist so wie das feinste Essen, das aber Brechreiz auslöst. Wenn ich sie benutze, schlussendlich, merke ich, es mir persönlich gar nicht wirklich so gut. Was haben 10 Jahre Dating-Apps mit uns gemacht und was steckt hinter neuartigen Phänomenen wie der Swipe-Fatigue oder dem Tinder-Burnout? Das werde ich in dieser Reportage herausfinden. Ich glaube, ich war selten so nervös vor einem Interview, obwohl ich mich jetzt eigentlich unterwegs mache zu einem Kollegen, einem von meinen besten Kollegen. Aber ich habe mir lange überlegt, ob ich ihn überhaupt selber die Kamera schleife. Und jetzt mache ich das, und zwar auch noch gerade zu einem Thema, wo man eigentlich sonst sehr selten darüber redet. Darum ja, bin ich gespannt. Ich besuche meinen Kollegen beim Arbeiten in einem jungen Gartenbauunternehmen in der Nähe von Luzern. Ist er da oben? Ciao, du! Ciao! Gut, Feder, was machen wir? Arbeiten. Jawohl, es wäre eigentlich 4 Abend, Zeit fast. Ja, noch nicht ganz. Aufräumen. Mal ein bisschen auf den Bagger hocken. Er hat mich überhaupt erst auf das Thema von dieser Reportage gebracht. Und ich habe das Gefühl, er ist eben genau so jemand, der das hat. Ein Dating-App-Burnout. Wenn einem das ganze Dating, Tinder, Bumble, Hinge und Co. alles irgendwie zu viel wird, wenn man an ein emotionales oder psychisches Limit kommt. Hast du eigentlich deinen Kollegen gesagt, was wir da machen? Das, was wir machen? Ja, ich meine, es ist ja nicht ein unstigmatisiertes Thema, das ganze Dating-App-Zeug, Dating sowieso. Nein, überhaupt nicht. Aber man kann ja gleich eigentlich easy gut darüber reden. Ich denke, da dürfen wir keinen Scham haben. Der Fede ist seit rund 4 Jahren Single. Und seit fast so langer Zeit auf Tinder und seit ein bisschen weniger lang auf Bumble aktiv. Fede und ich haben zwar auch schon darüber geredet, dass er Tinder-Dates hat, aber eigentlich nie darüber, was die ganzen Dating-Apps mit ihm machen. Ja, Fede ist eigentlich so ein bisschen wie Tinder da, links und rechts. Ja. Nur hat Tinder nach meiner Meinung nicht sehr viel mit der realen Welt zu tun. Es ist sehr viel mit Arbeit, also Arbeit verbunden im Sinn von, es braucht sehr viel Überwindung auch, zu definieren, ist es okay, ist es nicht okay, passend, passt es nicht. Du meinst emotionale Arbeit, oder? Emotionale Arbeit, aber auch Entscheidungsarbeit in dem Sinn. Das heisst, du gehst schon mit recht vielen Überlegungen in den Swipe-Prozess hinein. Also bevor du... Ja, zu viel. Ich glaube, zu viel. Ich muss mich immer ein bisschen an der Nase nehmen und sagen, jetzt einfach mal blindlings, anstatt dreimal überlegen und nach der 10. Überlegung dann eine Entscheidung treffen. Meistens ist dann wahrscheinlich die erste Entscheidung, die intuitive Entscheidung, die beste. Und das ist vielleicht auch nicht gerade unbedingt meine Stärke. Was würdest du denn sagen, Fede? Was ist grundsätzlich das Problem von Tinder? Oder so Dating-Apps? Beurteilung über Fotos. Visuelle Beurteilung. Meine Meinung ist, dass wenn ich Fotos sehe, dass ich wie nicht die Ausstrahlung von den Personen spüre. Wenn ich jemanden in Realität, in real life sehe, dann merke ich, wie sich die Person gibt, wie die Ausstrahlung schlussendlich ist und ob überhaupt eine Chemie besteht. Aber sagen wir mal, du hättest ja eigentlich einen Vorteil, wenn du jetzt an die andere Seite denkst von dieser App. Nein, wegen? Ja, also du siehst ja super aus. Ja. Yeah. Sag nicht nur ich, sondern auch viele von unseren Kolleginnen und Kollegen. Also, wenn dich darauf einlassen würdest. Ja, ich weiss, aber schlussendlich ist das ja nicht das, was ich suche. Also ich glaube, ich will irgendjemanden kennenlernen, den ich spannend finde. Und ich will nicht irgendwie
persönlich eine Bestätigung bekommen, wie ich auf Fotos aussehe. Also grundsätzlich geht es ja auch darum, dass diese Person mich als Person, als wirklich effektive Person schätzt und nicht als Erscheinungsbild. Aber das ist das Problem nicht, dass du enttäuscht worden bist, sondern dass du wie einfach überfordert bist mit dieser Auswahl auf diesen Apps oder einfach dir zu viele Gedanken schon machst, bevor du swipest. Effektiv, ich glaube, ich mache mir viel zu viele Gedanken. Ich fahre schon viel zu viel an von innen interpretieren in ein Bild, was hinter der Person steckt. Schlussendlich, dass ich überhaupt mich auf etwas einlassen kann. Oder völlig irgendwie vorurteilslos quasi kann in eine Bekanntschaft hineingehen. Das ist eine Art Überforderung. Völlig, völlig. Ich glaube, ich weiss schlussendlich gar nicht, was ich soll, wenn ich frei von Gedanken soll daran hingehen schlussendlich. Ich quasi Überforderung. Ich finde, bei mir persönlich tut es Hoffnung schüren, wo vielleicht nicht wirklich realistisch oder angebracht ist. Und es ist so ein wie, es tut wie einem immer ein bisschen zeugeln und gibt nichts. Und schlussendlich ist es effektiv folglich wie deprimierend, oder? Es ist so ein wie der Esel mit dem Rüebli vorne dran. Wenn du mit dem Esel ein Rüebli vorne dran hat, sagt er immer im Rüebli nachher. Und schlussendlich erreicht es wie gleich schlussendlich nicht. Es fühlt sich ja dann wie auch ausbeuterisch an, weil es spielt wie mit deinen Reizen, die von tief innen kommen und du kannst wie nicht dagegen ankämpfen, obwohl du natürlich weißt. Und das ist so ein bisschen, ja, demotivierend. Und aus dem allem resultiert Frustration. Das Ganze sei auch für seinen Selbstwert nicht gerade förderlich, meint der Fede. Die Hinderlis bei ihm oft eher negative als positive Gefühle aus. Überforderung und eine Art Erschöpfung, erzählt er mir. Es gibt ja doch irgendwie auch in unserem Freundeskreis Leute, die sich darüber kennengelernt haben, sogar mehrere Pärchen. Beziehst du das überhaupt amigs auf dich und deine Tinder-Karriere? Nein, überhaupt nicht. Es ist so ein bisschen wie mir. Ich schaue dem Ganzen eigentlich relativ neutral gegenüber. Ob es jetzt bei anderen geklappt hat oder nicht, die Erwartung habe ich gar nicht. Oder gar nicht mehr wahrscheinlich an Tinder oder eben an Bumble. Die habe ich wie abgelegt mittlerweile. So? So. Hey, merci, Fede. Hey. So, mach's gut. Bis bald. Ja, wir hören voneinander. Yes. Ciao. Ciao. Ah, der Fede. Ist irgendwie gar nicht so einfach zu sagen, was es mit ihm macht. Das Dating, die Dating-Apps. Aber irgendwie scheint es ihn ja gleich irgendwie zu stressen. Und ja, eine Art von Müdigkeit scheint irgendwie schon zu sein. So nach dem ganzen Dating-App-Struggle. Tinder ist bei uns vor rund 10 Jahren angekommen. 5 Jahre später hat sich schon jede 10. Person über Dating-Apps kennengelernt. Das hat eine Studie von der Uni Genf, geleitet von Gina Potarka, wo auch die Kollegen von SRF 1 schon darüber berichtet haben. Weil sich das Sozialleben während der Corona-Pandemie massiv Richtung Online verschoben hat, geht die Forschung davon aus, dass Dating-Apps seit Corona auch in der Schweiz die Nummer 1 bei der Partnersuche geworden sind. So wie in den USA. In einer Studie, die letztes Jahr herausgekommen ist, hat sie auch die Schattenseite von diesem Boom untersucht. Den Zusammenhang von psychischen Problemen und Dating-Apps. Tinder-User leiden häufig unter Stress. Die Userinnen haben Probleme mit ihrem Selbstwertgefühl. Tinder verstärkt das Gefühl von Einsamkeit oder Angst. Das sagt die Sozialpsychologin Johanna Degen. Sie betont auch, dass Online-Dating nicht nur Online-Dater angeht, sondern dass Tinder und Co. grundsätzlich verändert haben, wie wir Beziehungen führen. Wie spürt das aber die Generation
die Dating noch gar nicht ohne Tinder kennengelernt hat. Gen Z, eine Generation nach meiner eigenen. Das bespreche ich mit Sabet Vila. Sabet arbeitet als Journalistin bei Watson und hat sich in einem Online-Video über das Datingverhalten von Männern in ihrem Alter beschwert. Hoi, Sabet, ciao. Ganz gut. Wunderbar, wie geht's dir? Heute haben alle Commitment-Issues. Die Leute können monatelang mit jemandem etwas haben und sind dann überfordert, wenn die Person nur exklusiv sein will. Meine Freundinnen und ich sind so viel verletzt. Wir sind so viel verarscht worden von irgendwelchen Dudes. Ich wollte mich einfach aufregen. Und damit wollte ich sagen, dass es schwierig ist, heutzutage zu daten. Also eine Beziehung einzugehen in dem Sinne. Genau. Ja, also eine Beziehung einzugehen. Also, du hast ein gutes Wort für das benutzt im Mail, für Verbindlichkeit. Leute, wo die Verbindlichkeit ist heute, glaube ich, viel schwieriger als früher. Ja. Du möchtest eigentlich das Feuch ins Weckli. Du möchtest eine Beziehung, du möchtest all die Liebe, die Nähe, die schönen Sachen von einer Beziehung, den Sex. Aber du möchtest dich nicht committen. Und du möchtest wie nicht die nicht so schönen Seiten von jemandem kennenlernen. Nicht, eben, auch einfach Beziehungen sind manchmal auch Arbeit. Die willst du nicht machen. Und das finde ich manchmal okay. Aber ich finde es eigentlich so etwas sehr Egoistisches. Hast du überlegt, woran das liegt? Weil du beschreibst jetzt eher, dass du es negativ empfindest, oder? Also ich empfinde es schon negativ. Ich glaube, sehr fest haben auch so Dating-Apps mit dem zu tun. Dass man halt einfach in der Tasche ein Handy hat und das Gefühl hat, da gibt es noch 800 andere Leute, die ich daten könnte. Es gibt immer jemanden besser. Viele Menschen haben dann das Gefühl, ja, wenn es mit dem nicht klappt, dann mit jemand anderem. Ich habe das Gefühl, es geht viel um Sex. Ich habe das Gefühl, das ist schon auch, dass man einander wie nicht mehr sieht als Menschen, sondern eben einfach etwas, wo du swipest. Du hast wie so das Gefühl, die Person ist nicht real. Das. Was Sabet hier beschreibt, nennt man in der Forschung Objektifizierung. Tschüss, Davide. FOMO und FOBO sind zwei weitere Begriffe, die eng mit der Gen Z verknüpft sind. So. Also Fear of Missing Out und Fear of Better Option. Angst, etwas zu verpassen oder die Angst, die falsche Entscheidung zu treffen. Ist es wie, ich meine, so FOBO, Commitment Issues, etwas, wo man auch merkt, wenn es jemanden kennenlernt, oder? Gute Frage. Nein, ich glaube, beim ersten Treffen wirkt es ja nie so. Dann sagt ja niemand, ich möchte nicht Beziehung haben. Dann sind ja immer alle zuerst mal super drauf und alles ist toll und so. Ich glaube, das kommt alles nachher erst raus. Ja. Aber es kann schon sein, dass man das so ein bisschen merkt, Leute, die jetzt einfach in den Ausgang gehen, um jemanden abzuschleppen. Das ist für mich jetzt auch nicht unbedingt jemand, der eine ernste Beziehung möchte. Ja. Aber ich glaube nicht so, dass das jemand zuerst gerade mal sagt, hey, ich möchte im Fall, ich habe im Fall Commitment Issues. Zwar hat Sabet in ihrem Video vor allem über ihre Generation und ihre Freundinnen geredet. Beim Feierabendbier erzählt sie mir aber, dass das Video eigentlich auch viel über ihr eigenes Datingleben aussagt. Ich bin eigentlich, als ich das Wein noch gemacht habe, wollte ich eigentlich über die Schule reden. Ich wollte etwas ganz anderes reden. Ich habe aber an diesem Tag etwas erfahren, wo ein... es ist kein Ex. Das ist es eben. Man darf ja die Leute nicht als Ex bezeichnen. Einen, wo ich ein Situationship hatte, habe ich erfahren, dass er sehr negativ über mich geredet hat. Ich habe über neues Daten dort gerade. Und das war auch gerade sehr fest am Kriseln dort, wo nachher auch zwei Tage später das Ende gegangen ist. Ja, es war für mich wirklich dann irgendwann so, wieso tue ich mir das noch an? Wieso gehe ich weiter auf Dates? Wieso lasse ich mich weiterhin auf jemanden ein? Ich will entweder ganz oder gar nicht. Und da bin ich sehr klar unterdessen. Und eigentlich so, passt es einfach wirklich nicht. Was ist eigentlich nicht wirklich deine Generation? Irgendwie nicht so. Das ist echt, also ich leide unter dem manchmal wirklich mega fest. Das ist mega traurig, weil, wie gesagt, ich gebe gerne Liebe. Ich möchte die auch geben. Und ich glaube, ich habe auch schöne Liebe für die Menschen, die ich gerne habe und in meinem Herz habe. Aber eben, sobald ich das Gefühl habe, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel gebe, dass ich dieser Person nicht das Gefühl gebe, dass sie wegrennt. Also, dann habe ich plötzlich das Gefühl, hey, dann muss ich mich etwas distanzieren. Weil das ist etwas, was sehr schnell signalisiert wird. Hey, das geht mir zu schnell. Das ist ja ein Problem, das uns alle vielleicht auch in das Burnout hineinbringt, weil man dann halt einfach so fest muss überlegen, was ist eigentlich mit mir falsch. Und das kann natürlich eher passieren, wenn man am Umswipen ist. Ja. Irgendwie schon verrückt. Die eine fühlt sich wie gestresst, weil sie
vielleicht solche Erwartungen haben an die Apps oder einfach zu viel wollen. Die anderen werden nicht gesehen auf diesen Apps. Und dann gibt es irgendwie noch eine Generation von der Sabbat, die zwar gesehen wird auf diesen Apps, auch Beziehungen findet, aber irgendwie gleich, vielleicht sogar, wenn sie offline zusammengekommen sind, von diesen Apps beeinflusst sind, weil sie sich schon gar nicht mehr binden können. Oder weil die Apps ihnen FOMO oder FOBO auslöst. Und das irgendwie eine Beziehung führen halt gleich wieder wahnsinnig schwierig macht. Laut Forschung sind sexuelle Minderheiten besonders anfällig für einen höheren App-Gebrauch und für psychische Probleme. Insbesondere Männer, die Sex mit Männern haben, sind von den negativen Effekten von Tinder und Co. betroffen. Darum mache ich mich jetzt unterwegs zum Niki. Er hat mit 18 sein Coming-out gehabt und im Vorgespräch hat er schon erzählt, dass er seit 18 auf Tinder und Grindr aktiv ist und dort nicht nur positive Erfahrungen gemacht hat. Hallo! Ciao! Hi! Hi, hallo! Eben, da siehst du eigentlich, wie mega easy schnell das da geht. Also, das ist jetzt das Beispiel Grindr. Ja. Man sieht es ja nur schon, die Leute sind eher leicht bekleidet da drauf oder zeigen auch ihr Gesicht nicht. Und eben, wie easy schnell du einfach eigentlich einen Chat kannst überkommen, aber wie viel. Also eben, da siehst du jetzt zum Beispiel einfach auch, hoi, hoi, wie geht, also, was machst du beim Chillen? Etching. Also, dass er eigentlich auch wieder am Wichsen ist und sich einfach so vor einem Orgasmus hinhaltet. Also den habe ich zum Beispiel auch mega gut gefunden. Einfach ein hoi, hoi und dann kommt einfach mal alle Daten mit, wie alt, wie gross, wie schwer und wie gut bestückt das bist. Und auf was das steht. Was ist 19,5? 19 cm lang, 5 cm Durchmesser. Okay. Und jetzt auch bei dem Chat. Also es ist wirklich einfach so, wenn ich diese Frage da impliziert, dass er nicht ein Foto unbedingt will, wo einfach jetzt Face-Pick wäre, wie zum Beispiel auf Tinder, sondern dass er eigentlich am liebsten einfach Nudes hätte. Nudes? Ja. Und so relativ easy halt, ja. Sich entweder Wichsvorlage gesucht oder dann halt wie geschrieben, hey, hast du noch Bock, willst du gerne noch vorbeikommen? Fühlst du dich dann nicht amix wie halt einfach, ja, auch nur ein Sexobjekt? Ja, voll. Also die Objektifizierung ist brutal. Also es ist eigentlich wirklich, also ich antworte darum manchmal auch eher sarkastisch. Und so ein bisschen so, ja, okay, also so irgendwie mehr für die Info oder mehr für das Angebot. Aber es ist wirklich wie so, ich bin ja gleich noch ein Mensch, ich habe einen Namen, also es steckt mehr hinter mir als nur mein Schwanz und mein Arsch. Sie sind ja mega viel durchtrainierte Männer und sehr, sehr viel über den Körper präsentieren. Und wenn du wie dem Körperideal nicht entsprichst, zweifelst du vielleicht einmal an dir selber. Es hat auch jemanden, wo du mal daheim hockst und einfach dort bist und einfach brüllst und denkst, hey, irgendwie wäre es doch jetzt mega schön und ich hätte jetzt gerne eine Beziehung und es klappt einfach nicht und wieso nicht. Und eben, wo dann wirklich, also wo ich auch dann an mir selber mal zweifelt habe und gedacht habe, bin ich denn nicht genug oder wieso sind alle anderen besser als ich? Ja, das sind wirklich so, dich wie so traurig und einsam fühlst. Also, beziehungsweise auch ich mich das auch schon mal gefühlt habe. Also alles in allem ist es schon so wie ein rechter Struggle. Ja, mega fest. Nein, kann man wirklich so sagen, weil einfach so, du willst eine Beziehung, aber findest sie nicht darüber, obwohl eigentlich die Apps ja voll für das konzipiert wären. Ich habe auch schon mal ein Premium, aber zum Beispiel auf einer App, also auf Tinder auch schon mal Tinder Gold gehabt, dann gibst du sogar noch irgendwie 15 Stutz für das aus und dann funktioniert es nicht, dann hast du sogar noch Geld ausgegeben. Du kommst nicht an das Ziel, das du gerne hättest. Und willst es dann irgendwie nicht mehr brauchen, aber gleichzeitig musst du es ja wie brauchen. Weil ich an das Ziel bekomme, es funktioniert nicht. Also es ist so, es geht gar nicht in Ende hinein. Seit ein paar Wochen braucht Niki jetzt aber gar keine Apps mehr, weil er in einer festen Beziehung ist. Es ist wirklich einfach so, jetzt kannst du alle schönen Vorzüge von einer Beziehung geniessen und den ganzen Struggle, den du wegen Apps gehabt hast, kannst du auch komplett hinter dir lassen und verwirrst auch keine Sekunde mehr wollen und vermisst es auch überhaupt nicht, dass ich keine Apps mehr brauche. Der Niki ist mit dem Tarik zusammengekommen. Kennengelernt haben sich die beiden im Ausgang in Zürich. Das erste Mal gematcht hat es zwischen ihnen aber auf Tinder vor rund 5 Jahren.
hättest du es damals gedacht, als ihn auf Tinder gesehen hast, dass er dein Freund wird? Ich glaube jetzt nicht fix davon ausgegangen, dass wir irgendwann zusammenkommen würden. Aber ich kann ihn eigentlich, seit ich ihn das erste Mal auf Tinder gesehen habe, schon gewusst, dass es ihn gibt, dass ich ihn interessant finde. Aber ich glaube jetzt nicht sagen, dass ich gedacht habe, dass es mein jetziger Freund wird. Also es ist eigentlich crazy, wenn du denkst, hast du schon so lange Kind. Ja. Wir sind unterwegs zum Tarik. Mit ihm und dem Niki werde ich besprechen, wieso es bei ihnen online nie geklappt hat. Also wieso sie, trotzdem sie sich auf Tinder und Grindr über die letzten 5 Jahre auch immer wieder gematcht haben, nie zusammengekommen sind. Sondern eben erst, nachdem sie sich offline kennengelernt haben. Hallo! Hi! Hallo! Überfall! Ciao! Sammy, freut mich. Ja, das ist wirklich sehr, sehr lustig. Du bist einer wahrscheinlich von diesen... Du bist wirklich ein Match. Also nein, du matchst ja mit Recht. Also... Ich habe... ...geswipet, als ich auf dem WC war. Also das war so ein bisschen mein Ritual. Und morgen swipe ich. Kaffee aufs WC, gehen swipen. Hast du eine... Also eigentlich die Parallelität gesehen, dass du einfach mit mehreren Leuten gleichzeitig... ...tindert hast? Als es nicht geklappt hat. Das kann auch sein. Also, wenn du mega viel am Schreiben bist, kannst du dich auf gar nicht konzentrieren. Also vergiss das. Und gell, es ist ja mega lustig. Du schreibst mit diesen Typen und siehst im Ausgang und du redest einfach kein Wort von dir. Es ist fast so. Und vor allem, du hast ja dann manchmal schon mal Sex gehabt. Und du kannst wirklich einen am Mobil laufen, als ob du dich nicht wirst kennen, weil es ist ein Grindr oder eine Dating-App-Bekanntschaft nimmt mit. Durch Grindr hast du irgendwie das, was irgendwie wie Tomatensauce passiert ist, in einem Coop. Plötzlich hast du tausende von Tomatensauce und Grindr. Und Grindr hat so, ist so das Portal zu tausenden von wunderschönen Personen, die alle auf einer Plattform sind, um zu 90% zu gehen. Und ich glaube, die Realität ist ja gleich, wenn du eine Beziehung willst, musst du zuerst mal die Variation, die es gibt, wahrscheinlich verkleinern. Und dann hast du auch immer so ein bisschen den inneren Drang, hey, es gibt noch etwas Besseres. Ja. Ja, es könnte schon sein, dass Grindr dich ein bisschen kaputt macht. Also, all die Apps. Auch ein wichtiger Grund, dass sich Niki und Tarik offline gefunden haben, ist die SRF-Sendung «Deep Dating», moderiert von Gülşah Dili, die im Podcast «Siva Dili Ring» auch offen über ihr eigenes Datingleben redet. Von ihr möchte ich wissen, wie sie mit dem ganzen Struggle umgeht. Yeah. Ich kann so relaten, was Tarik und Niki sagen. Ich bin auf Bumble auch, auf Grindr nicht, aber auf Hinge und Tinder. Und das ist wirklich so relaten. Das ist wie ein zweiter Job. Und die ganze... Also ich check ja bei mir einmal auch, dass ich das App nicht richtig verwende. Weil ich gehe drauf, swipe, 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 match, 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 hol mir den Dopaminschuss. Also es ist so wie das feinste Essen, das aber Brechreiz auslöst. Es ist wirklich so das, was Dating-Apps in mir auslösen. Und darum bin ich immer wieder drauf und immer wieder weg und brauche dann eine Pause von 2 Monaten. Und dann muss ich wieder drauf und dann wieder weg. Es ist so... Es fuckt wirklich meine Seele und mein Hirn ab. Gleichzeitig weiss ich nicht, wo lernt man denn die Leute kennen? Weil im Ausgang nicht. I guess I die alone. Sind das so Sachen, wo du hast vorhin gesagt, du nimmst auch professionelle Hilfe in Anspruch von einer Therapeutin, wo du dann dort auch versuchst zu verarbeiten, oder? Ja, ich bin in Therapie. Ich habe Therapie angefangen, auch weil eine Beziehung von mir nicht gut gelaufen ist, eine langjährige. Und eben, meine Therapeutin fragt mich immer am Anfang der Session, was liegt an bei dir, was läuft gerade, über was willst du reden? Und es ist immer eigentlich irgendeine Geschichte mit einem Boy. Zum Beispiel so das Gefühl von nicht gesehen werden. Und nachher tut halt die Therapeutin mit mir anschauen, woher kommt das Gefühl. Und dann tut man schauen, dass man nicht das Gefühl outsourcen, dass jemand das erfüllen muss, sondern dass man das selber kann
sich herbeiführen. Also das halbleere Glas von der Emotion quasi kann selber füllen und dass das nicht jemand muss füllen für einen. Was mir hilft, ist natürlich auch mein engstes Umfeld, meine Freundinnen, die in einem ähnlichen Struggle sind. Also so seine Geschichten teilen. Und wir haben mittlerweile auch so einen WhatsApp-Chat, der heisst Dating Disasters, wo wir halt unsere Dating-Erfahrungen oder schlechte Bumble-Konversationen so ein bisschen sharen, zusammen so ein bisschen verarbeiten. Es ist wie so ein Therapiekreis eigentlich. Das hilft mir auf jeden Fall. Was aber die Lösung ist, wirklich von dem Dating-Disaster, wo sich, glaube ich, meine Generation und die folgende Generation, also Gen Z, auch befindet. Die Lösung weiss ich nicht. Wenn ich die Lösung wüsste, ich glaube, ich wäre ultra rich und hätte 15 Boyfriends. Ich bin aber auf der Suche. Sobald ich es weiss, werde ich es teuer verkaufen. Seit dem Start in die Reportage sind jetzt rund 2 Monate vergangen und irgendwie lässt mich das Ganze recht ratlos sein. Mit meinem Kollegen Fede versuche ich darum, nochmal zu sortieren. Sind. Die Lösung weiss ich nicht. Ich glaube, wenn man es so ein bisschen, ja, mal wirklich eins zu eins vor Augen sieht, was da die Reaktionen sind, auch von anderen Personen, ist es schon sehr ja, eindrücklich, finde ich. Auch wie weit um die ganze Problematik wahrscheinlich auch ja, abläuft. Trotzdem war auch der Fede wieder auf Bumble aktiv. Er hatte auch Dates, die aber versandet sind. Aktuell trifft er sich wieder mit jemandem, den er offline kennengelernt hat, aber erst dank einem Bumble-Match hat er angefangen zu daten. Das ist eine Person, die ich schon früher mal kennengelernt habe und wir uns dann quasi wie auf Bumble gematcht haben, mal vor einer längeren Zeit. Zu dem Zeitpunkt, als wir uns gematcht haben, ist dann nichts weiteres daraus geworden. Wir haben uns jetzt aber eigentlich in der realen Welt wieder mal einmal gesehen und es hat irgendwie, ja, Spass gemacht. Ich habe dann auch wieder wie realisiert, es ist ja eigentlich eine gute Plattform, um überhaupt herauszufinden, mag diese Person einmal oder nicht. Und jetzt trifft man sich. Der Fede scheint seinen Ausweg aus seinem Dating-App Burnout also gefunden zu haben. Eine Art hybriden Umgang mit Online- und Offline-Dating. Ich glaube, es ist mega wichtig, dass man sich bewusst ist, dass man sich den Dynamiken, die die Apps halt mit sich bringen, wie Objektifizierung, FOMO, FOBO, hey, mega viel Stress, Angst, Frustration, dass man sich dem bewusst ist, dass das ja auch von der App kommt. Und ja, dass man halt auch über das redet, so wie wir eigentlich jetzt. Ja. Es ist auch vor allem, haben wir einfach jetzt auch erst richtig so angefangen zu kommunizieren. Ich glaube, es passiert ja auch immer alles hinter Vorhängen. Also für mich ist ja sehr viel, auch wenn ich darüber diskutiere, ist ein mega grosser Prozess vom Verarbeiten. Und das hilft mir persönlich in dem Sinn auch viel weiter, wenn ich offen mit euch kann über das reden und ich mir überhaupt bewusst werde, was mit mir macht, was es in mir innen auslöst und was effektiv ich suche oder überhaupt wertschätze oder habe. Jetzt interessiert es aber auch eure Meinung. Was denkt ihr zum Thema? Was beschäftigt euch? Schreibt sie in die Kommentare. Auf Fragen gehe ich dann in eine Q&A ein, nächste Woche mit der Sozialpsychologin Johanna Degen. Sie beantwortet eure Fragen, darum schreibt sie in die Kommentare. Und ihr findet auch jetzt schon mehr verlinkt zum Thema hier links und rechts.